Die Bahn kommt leider nur nicht immer pünktlich. Wenn auch ihr zu den Bahnreisenden und Pendlern gehört, die regelmäßig von Zugausfällen oder Verspätungen betroffen sind, dann bleibt jetzt dran. Im Video erfahrt ihr, was und wie viel euch zusteht. Mein Name ist Ellen Stamer und ich bin Clubjuristin des ADAC. Wir informieren nicht nur bei Fragen rund ums Auto, sondern auch zu allen anderen Formen rund um die Mobilität. Wenn ihr keins unserer Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert am besten unseren Kanal. Wenn klar ist, dass sich euer Zug um mindestens 20 Minuten verspätet, dann dürft ihr auf einen Ersatzzug umsteigen. Das gilt sogar dann, wenn euer Ticket eine Zugbindung enthält. Ihr müsst in dem Ersatzzug ein reguläres Ticket kaufen und könnt euch den Preis im Nachhinein von der Bahn erstatten lassen. Wenn der Zug eine Verspätung von mindestens 60 Minuten hat, dann spricht man von einer erheblichen Verspätung. In diesem Fall habt ihr zwei Alternativen. Nummer 1. Ihr könnt euch dafür entscheiden, das Ticket zurückzugeben. Die Fahrt wird dann nicht mehr angetreten. Wenn ihr schon eine Teilstrecke gefahren seid, könnt ihr bis zu eurem Startpunkt zurückfahren. Und den Ticketpreis, den gibt es in diesem Fall erstattet. Nummer 2. Wer seine Fahrt trotz der Verspätung noch durchführen möchte, der kann eine Umbuchung verlangen, gegebenenfalls mit geänderter Streckenführung, aber zu vergleichbaren Konditionen. Und hier gibt es jetzt auch Geld zurück. Bei einer Verspätung ab 60 Minuten 25% des Ticketpreises und bei einer Verspätung ab 120 Minuten sogar 50% des Ticketpreises. Ab einer Stunde Verspätung muss die Bahn sich auch um Mahlzeiten und Erfrischungen kümmern, wenn ihr während der Wartezeit auf euren Ersatzzug am Bahnsteig ausharren müsst. Und wenn ihr sogar die ganze Nacht warten müsst, dann könnt ihr von der Bahn eine Hotelübernachtung verlangen. Taxikosten muss die Bahn nur in einem Fall erstatten, nämlich dann, wenn euer Zug zwischen 0 und 5 Uhr morgens um mindestens eine Stunde verspätet ist oder der letzte Zug des Tages komplett ausfällt. Bietet euch die Bahn keine alternative Beförderung an, dann dürft ihr euch tatsächlich selbst drum kümmern und die Kosten hierfür von der Bahn erstattet verlangen. Aber Achtung, schaut darauf, die Kosten nicht zu hoch zu treiben, denn die Bahn muss maximal 80 Euro pro Person erstatten. Diese Rechte sind in der Europäischen Fahrgastrechteverordnung geregelt. Sie gelten deshalb bei jeder Bahnfahrt innerhalb Europas. Die Bahn kann bislang nicht einwenden, dass ein Sturm oder auch ein Streik für die Verspätung oder den Zugausfall verantwortlich ist. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass auch in diesem Fall eine Entschädigung durch die Bahn zu zahlen ist. Was ihr nicht verlangen könnt, sind Mehrkosten, also zum Beispiel, wenn die Bahn euch zu spät zu eurem Flieger bringt und ihr deswegen auch noch den Flieger verpasst. Dafür steht ihr selbst ein. Ab 2023 ist hier allerdings eine Gesetzesänderung geplant. Ab diesem Zeitpunkt soll sich die Bahn auch auf sogenannte außergewöhnliche Umstände berufen können und damit von einer Zahlungspflicht frei werden. Diesen Begriff außergewöhnliche Umstände kennen vielleicht einige schon von Flügen. Auch hier können sich Fluggesellschaften darauf berufen. Und außergewöhnliche Umstände liegen immer vor, wenn sie von dem Unternehmen nicht beherrschbar sind. Also die klassischen Fälle schlechte Witterungsbedingungen, gegebenenfalls Streik oder auch eine Pandemie. Eine Liste, was schon alles zu den außergewöhnlichen Umständen zählt, findet ihr auf unserer Homepage im Link in der Videobeschreibung. Ein Sonderfall sind Zeitkarten und der öffentliche Nahverkehr. Hier werden nämlich nur Pauschalen gezahlt. Bei Zeitkarten gibt es ab einer Verspätung von 60 Minuten eine pauschale Entschädigung. Für Zeitkarten der zweiten Klasse im Fernverkehr gibt es 5 Euro, in der ersten Klasse 7,50 Euro. Bahncard 100 Besitzer bekommen in der zweiten Klasse 10 und in der ersten Klasse 15 Euro. Im Nahverkehr gibt es ab 60 Minuten Verspätung in der zweiten Klasse pauschal 1,50 Euro. In der ersten Klasse sind es immerhin 2,25 Euro. Aber Achtung, die Bahn zahlt erst ab einem Betrag von 4 Euro aus. Wenn ihr also mehrere Verspätungen habt, sammelt am besten die Beträge und macht sie dann gesammelt bei der Bahn geltend. Zuständig ist immer das jeweilige Bahnunternehmen. Schildert dort den Sachverhalt am besten schriftlich
und setzt der Bahn eine Frist zur Zahlung. Viele Bahnunternehmen bieten bereits Vordrucke an, die ihr im Internet zum Beispiel finden könnt. Ein solches Beschwerdeformular könnt ihr hier natürlich verwenden, es ist allerdings keine Verpflichtung. Es ist auch immer sinnvoll, Beweise zu sichern. Lasst euch also eine Verspätung oder auch einen Zugausfall am besten noch am Bahnsteig, zum Beispiel vom Schaffner oder dem Informationsservice, bestätigen. Außerdem solltet ihr Quittungen sammeln, wenn euch Kosten entstehen, zum Beispiel für Essen und Getränke oder auch das Hotel- oder Taxikosten. Wenn das Bahnunternehmen auf euer Schreiben nicht innerhalb der gesetzten Frist reagiert, dann könnt ihr mit der Durchsetzung eurer Forderungen zum Beispiel einen Rechtsanwalt beauftragen. Ihr könnt euch aber auch an die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr, kurz SÖP, wenden. Den Link zur SÖP, auch den gibt's unten in der Videobeschreibung. Die SÖP hilft im Übrigen auch bei Flugbuchungen. Wie ihr trotz Flugannullierung noch in den Urlaub kommt und was es im Zusammenhang mit Corona alles zu beachten gibt, das erfahrt ihr in den Videos hier. Wir drücken euch die Daumen, dass ihr pünktlich an euer Ziel kommt und wünschen euch gute Fahrt.